Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Berliner! Ausbildung setzt ausbildungsfähige junge Leute voraus. Junge Menschen, die vor allem lesen, schreiben und rechnen können. Deutsch sollten sie, wenn es geht, auch sprechen. Das ist nicht mehr selbstverständlich. Ich will mich aber heute nicht so sehr mit dem Problem beschäftigen, sondern mit der Vermittlung der Jugendlichen, denn ohne Vermittlung dieser Jugendlichen können sie ihre Berufsschulen so gut machen, wie auch immer. Sie haben aber dann die Leute nicht in den Betrieben. Da ich beruflich seit 20 Jahren in der Vermittlung arbeite, erlauben Sie mir bitte, einige grundsätzliche Gedanken zu formulieren. Vermittlung ist eine Dienstleistung, deren Sinn sich nicht gleich jedem erschließt. Gleichwohl gibt es sie in fast allen Lebensbereichen. Das private Liebesarbeitsamt erfand den Slogan "Ich parshippe jetzt". Auch da scheint es ohne Vermittler nicht zu funktionieren. Es geht bei der Vermittlung um das Zusammenbringen von relativ getrennten Lebenswelten. Bei der Ausbildung gilt das ganz besonders. Jugendliche betreten zum ersten Mal die Welt der Erwachsenen. Viele Jugendliche haben keine realistische Vorstellung von der Arbeitswelt und der Wert einer geregelten Arbeit erschließt sich den meisten leider nicht. Hier braucht es keine langfristigen Bewerbungstrainings. Es braucht Vermittler, die vermitteln. Dazu brauche ich normalerweise Kontakte und ein Telefon. Das Vertrauen kommt bei seriöser Arbeit dann recht schnell von ganz allein. Wo ich keine Kontakte habe, muss ich sie aufbauen. Der Vermittler ist ein Grenzgänger zwischen den Welten. Die Welt der Arbeitssuchenden und der der Arbeitgeber, die Welt der Lehrlingskandidaten und der der Lehrbetriebe. Diese Arbeit verlangt Menschenkenntnis, Verkaufstalent und Durchsetzungskraft. Ich habe sehr gute Vermittler in Arbeitsagenturen und Jobcentern kennengelernt. Viele der Kollegen sind aber mit dem Verkaufsaspekt überfordert. Man versteckt sich gerne hinter Psychologisieren und Verwaltungsblabla. Ein Vermittler muss vor allem telefonieren. Bevor ich als Vermittler lange Anamnesegespräche führe, rufe ich lieber 5 Betriebe an und vereinbare einen Vorstellungstermin. Das kann auch in einer Jugendberufsagentur funktionieren. Ich bin allerdings überzeugt, dass private Vermittler auch in der Lehr- und Ausbildungsanbahnung günstiger und erfolgreicher arbeiten als Vermittler in Behörden. Die Vermittlungen sollten erfolgsorientiert entgolten werden. Solange es keine bundesweiten Regelungen gibt für die private Vermittlung von Lehrlingen, sollten möglichst keine weiteren potemkinschen Dörfer auf dem privaten Bildungsmarkt aufgebaut werden. Die Qualifizierungsindustrie hat natürlich immer ein Interesse, weitere Stellen für ihre Sozialarbeiterklientel zu schaffen. Diese Einrichtungen wie Gangway und Co. braucht aber kein Mensch, außer jene, die bei diesen Vereinen auf der Payroll stehen. Unsere Kinder brauchen keine weiteren Flausen im Kopf, sondern zum Beispiel eine Lehrstelle auf dem Bau. Wir brauchen Vermittler, die nicht lange quatschen, sondern die zum Telefonhörer greifen und unsere Kinder in richtigen Betrieben unterbringen. Schönen Dank.